zwei Chancen zu Beginn, wo der Balkonelli geklärt wird, wo Carstens hat einen Unfall, nach einer Standardsituation sind wir gefährlich und dann neutralisiert sich eine ganze Zeit lang das Spiel. Da wurden wir immer mit gefährlichen Angriffen, wir auch immer mit so halben Sachen, die aber nicht richtig gefährlich waren, auch beide Seiten. Und dann haben wir zwei tolle Aktionen, mit denen wir am Ende und natürlich auch vor allem das zweite Tor kurz vor der Halbzeit, die waren auch schön rausgespielt, wo sie vollendet dann, das war natürlich wichtig, auch kurz vor der Halbzeit, mit 2-0 in die Pause zu gehen. Anfang der zweiten Halbzeit haben wir ja eigentlich eine gute Phase und haben da die Möglichkeit, das dritte zu machen mit John Heidel nach der Ecke. Ollerbach zweimal allein vor Tor in der zweiten Halbzeit, einmal von der Linie gekratzt. Und dann kriegst du den Anschluss und dann wird es natürlich nochmal hektisch mit vielen langen Bällen. War es dann einfach nur noch ein Cup-Spiel und haben das Ganze dann mit Glück und Geschick dann am Ende auch über die Zeit gebracht. Ich glaube, wenn wir die Chancen sehen, dass es insgesamt verdient war, aber haben wir uns verhindert. Ja, das. Wiesbaden natürlich eine brutale körperliche Präsenz hatte, das war uns im Vorfeld schon klar, vor allem wenn wir bei Standards völlig aufpassen mussten. Man hat gesehen, dass das die Torschancen aus Standardsituationen am Anfang resultiert haben. Und ich denke, wir sind nachher viel besser ins Spiel gekommen, haben das dann besser neutralisiert, haben ein, zwei Veränderungen da vorgenommen, was die Zuordnung angeht. Ansonsten haben wir eine 100%ige Torschance mit Rafa. Wenn du die reinmachst, dann gehst du mit 1-0 in Führung. Und dann ist eine ganz andere Situation für uns und auch mal wieder in Führung zu gehen und dann auch mit diesem Selbstverständnis dann auch zu spielen vor heimischem Publikum, sodass wir dann auch, sag ich mal, mehr das Spiel diktieren können. Das ist uns leider nicht gelungen. Und natürlich ist es brutal, dann 2-0, vor allem auch das zweite Gegentor, wo wir den Ball verlieren, wenn nicht zum ersten Mal in der Kontersituation reinlaufen und klar ist, dass der Gegner diese Stärken hat. Ein Tempo vorne hat und auch die individuelle Qualität, das dann auch so auszuspielen. Letzten Endes haben wir dann 2013 alles in die Waagschale geworfen, haben komplett alle Offensivspieler reingebracht, auch ins System verpackt, denn mir das ist auch gut aufgegangen, sodass der Gegner weniger Zugriff hat und wir dann mehr Aktionen, mehr Standardsituationen auch mehr in die Richtung bestimmt haben. Sehr schade, dass wir hier mit leeren Händen wieder rausgehen. Denke ich, wir auch einen Unentschieden nicht, vor allem aufgrund der Art und Weise, wie wir dann auch zwei Halbzeit agiert haben, nicht unverdient gewesen wäre. Somit stehen wir mit leeren Händen da und müssen uns leider uns selber zuschreiben, weil diese individuellen Fehler in der Liga halt einfach brutal bestraft werden und das müssen wir halt abstellen. Wir können nicht jede Woche über die gleichen Themen sprechen und da müssen wir uns Stück weit von der Stelle bewegen, weil wenn du dann den Gegner, das ist jetzt nicht irgendein Gegner, ein Gegner, der um Aufstieg spielt, so in der Form auch spielst, aber auch nicht jetzt unterlegen bist, sondern mindestens auch gleichwertig in der Form bist, sodass du es halt taktisch auch gut verpackst, dann dürfen dir halt solche Fehler nicht passieren, die dann leider dazu führen, dass du uns so ein Spiel auch verlierst. Glückwunsch an Wiesbaden und